So, start recording. Ups, ich gucke wieder außerhalb. Die Fliegen summen. Ja, ne, das ist hier so mein Wohnzelt, in Anführungszeichen, mit relativ wenig Wohn drin. Gucken wir erstmal, was die Welt draußen sagt heute. Ja, alles friedlich, die Sonne scheint. Was, wieso scheint eigentlich die Sonne? Es regnet doch sonst hier dauernd. Ja, dann gucken wir mal. Der Rucksack ist immer noch da, den wollte keiner haben. Da muss ich mal wieder nachspielen. Das ist immer gut. Gut, wenn das leer ist hier, weil dann hat sich jemand bedient. Dann war die Sache irgendwie sinnvoll. Wegen Zombies. Das ist ein Spieler. Mal sehen. Check Identity. The Rain? Hier bei mir? Oh je. Er fängt aber an zu müffeln, den Fliegen nach, ne? Ja, The Rain ist normalerweise ein ganz bekannter. Wahrscheinlich hat er sich einen Hubschrauber gekauft und ist dann prompt beim nächsten Server-Crash abgeschmiert. Naja. Dann hoffe ich, dass er sich vielleicht mit seiner nächsten Inkarnation hier vorbeikommt. Aber wie kann man beim Free-Food-Dingens draufgehen? Da hat er sich mit irgendwelchen Zombies angelegt. Da vorne in dem ja, Dorf, da stehen drei Häuser stehen da, aber da lungert eigentlich immer so zwischen 2 und 5 Zombies rum. Und ich habe hier auch schon mal einen Zombie-Wolf erlegt. Tja. Machen wir erstmal Zug für alle Fälle hier, ne? Sieht das mit Wasser aus? Ist noch da. Ja, kann ich mir irgendwie helfen? Eigentlich nicht. Kann ich ihn wegschleppen? Ich glaube auch nicht, ne? Oh man. Ja, dann mache ich mal eben ein Foto davon. So, Knips. Ach, Menno, es steht da. Check Identity stattdessen. Naja, nee. So, The Rain. Ja, das Zeug, das er bei sich trägt, das sind die üblichen Anfängersachen. Hier ein paar Heatpacks, was zu futtern. Hm, dumm gelaufen, wa? Aber irgendwann despawnt er auch wieder. Ja, hier sind leere Slots, das heißt, irgendwer hat irgendwas gebraucht, das ist gut, dafür ist das Ganze ja auch da. Oh, hier ist sogar ein bisschen mehr weg, noch besser. Hier hatte ich, glaube ich, auch Rucksäcke drin. Wooden Crate. Da Auffressalien, die Rucksäcke sind weg, das ist gut, stand auch jemand nachgefüllt anscheinend. Der Christmas Tree, auch da. Also hier war nachts ganz schön was los, aber keiner hat sich Waffen genommen. Wahrscheinlich, weil die sich hinten an den Baum nicht rangetraut haben. Scheinwerfer ist aus, der ist an. Hinten, der ist an, die soll noch an sein. Ein zweiter Scheinwerfer da hinten ist ebenfalls aus, okay. Das ist so eine Respawn-Geschichte, darum kann ich mich allerdings kümmern, wenn es wieder Nacht wird. Ja, erstmal zum Drum und Dran. Ich zeichne jetzt einfach auf Verdacht alles auf, weil so viele Sachen in letzter Zeit passiert sind, die total unterhaltsam waren, die sehr außergewöhnlich waren, könnte man sagen. Nur die meiste Zeit passiert halt überhaupt nichts. So ist das ja. Dass jetzt ausgerechnet The Rain hier bei mir im Vorgarten liegt, das ist definitiv unerwartet. Naja, gucken wir mal. Da hinten sieht's aus, als wären wenig Zombies unterwegs. Könnt ihr mal Peng machen, um sie anzulocken. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen Unterhaltungsprogramm zu anfangen. Naja, die ist mir zu leise. Wenn es hier irgendwo Zombies gibt, werden sie gleich angekeult kommen. Ihr hört, ich bin wieder mal ein bisschen verschnupft. Aber nicht über das Wetter und das Universum und alles, wie sonst. Sondern irgendein Virus hat es sich herausgenommen. Da kommen sie ja schon, meine kleinen Freunde. Ja, bei angreifenden Zombies ist Schrot einfach günstiger. Also nicht preislich, sondern von der Streuung her. Ich benutze sie auch so ein bisschen als Krimskrams-Lieferanten. Na komm, Oma. Weil Zombies haben hier relativ oft irgendwelche nützlichen Krimskrams dabei. Also diese jetzt gerade nicht. Der nächste. Ja,
na, wenn man entsprechend ausgerüstet ist. Ach ja, das bin ich. Kommt noch einer an. Ja, ja, auf rumzukreischen. Das war der fünfte Quotenzombie. Sehen wir da eine Dose Sardinen dabei. Die kann man hier gleich in die Kiste schmeißen wieder. Ja, ja, ja. Ja, jedenfalls habe ich beschlossen, einfach mal probehalber wieder alles mitzuschneiden und dann irgendwo nachträglich ganz fürchterlich auszusortieren. Was denn davon unterhaltsam war und was nicht. Zum Beispiel sollte ich auch ein paar Magazine mal nachfüllen, wenn ich schon mal dabei bin. Dann gucke ich gleich nochmal rüber, wenn die Zombies sowieso gerade weg sind. Weil ich mir erlaubt habe, sie umzunieten. Also es gibt irgendwie eine Methode, auch Leichen beiseite zu schaffen. Ich weiß sie nur leider aus dem Kopf nicht, weil ich sie noch nie gebraucht habe. Mal gucken, wenn ich Lorraine hier im Chat unten links sehe, dann kann ich ja mal fragen, wie er es geschafft hat, sich ausgerechnet bei mir umbringen zu lassen. Ah, war schon wieder was. Fishing Hook. Noch ein Fishing Hook. Ich habe schon so viele davon. Manchmal findet man auf diesen komischen Booten aber auch Flares und die finde ich immer ganz nützlich. Ich habe sie noch nie wirklich gebraucht, aber sie sind wie Feuerwerk. Das ist immer recht spaßig. Dieser Server ist bärenverseucht. Um nicht zu sagen, Zombie-Bären verseucht. Ich habe schon einen Zombie-Wolf hier mal vorgefunden, direkt an meiner Base an der Küste. Ich kann mir die Karte aufrufen. Na, das ist das Ganze. Und ich sitze hier unten. Warum sitze ich hier unten? Weil hier die meisten Freshies spawnen, so an der Küste entlang, in dieser Ecke. Und dafür ist das ja da, dass hier die Freshies was zu knabbern finden. Ja, und ich habe allerdings auch schon Bären hier gehört. Guck mal, das ist ja noch einer. So schnell spawnen und despawnen hier die Zombies. Ja, die Zombie-Oma ist wieder da, ne? Aber normalerweise kommen die nicht bis hierher, sondern die halten sich schön da hinten auf. Ja, wie gesagt, ich habe schon Bären hier im Wald gehört, zum Glück nicht gesehen. Aber vor Bären habe ich einen Heidenrespekt, weil es gibt nicht nur Bären, es gibt auch Schwarzbären. Vor allem gibt es Zombie-Bären. Tja, auf The Rain, ich frage einfach mal im Chat, ob er on ist. Mit der Return-Taste kann man die Chat-Dings hier anstellen. Das ist ein bisschen der sicherste Platz vor Bären und ähnlichem Gesocks. Einfach auf mein Auto oben drauf kraxeln. Oh, richtig, hier. Oh, Menno! Habe ich wieder auf Direct Channel geschaltet. Ja, mit der amerikanischen Tastatur ist es immer etwas schwierig. Deswegen schalte ich mal eben ganz schnell um auf die Kombination, die ich hier sonst verwende, nämlich Amerika. Ach, das ist doch Englisch-Deutsch. Englisch-deutsches System. So, alles gut. Oh, ich nehme aber nichts auf, wie es aussieht, oder? Warum nehme ich nichts auf? Doch, ich nehme Ton auf. Achso, das Bild. Ha, ist ja klar. Wenn ich auf das Bild schalte, zeichnet er das Bild auf. Wups. Aua. Ja, vielleicht schreibt er was, vielleicht ignoriert er mich auch. Wer weiß. Ja, weil es hier dauernd regnet, ist das so eine Art Running Gag, dass The Rain an allem schuld ist. Er bestätigt das dann üblicherweise. Channel switch to direct. Aha, war ich das jetzt oder war er das? Das Y, ne?
Lobe, ja. Tja. Nun gut, dann würde ich sagen, springe ich mal ins Auto und fahre einfach mal zum nächsten Dings da, weil da ist eine kleine, sehr kleine militärische Einrichtung, wo man dann kleine interessante Dinge finden kann. Das hat mich jetzt total aus dem Konzept geworfen. The Rain ist so jemand, den man ständig irgendwo im Chat findet. Wenn der hier ausgerechnet vor meiner Bude liegt, das irritiert. So, erster, zweiter, dritter Gang. Dritter Gang, sagte ich. Gar nicht so einfach nebenher zu tratschen. Ja, nicht ein Minifelsen, über den ich jedes Mal drüber muss. Naja. Da kommt nix, da kommt auch nix. Die donnern hier teilweise mit 200 Klamotten die Straße lang. Ja, ja, du mich auch. Die regen sich immer wahnsinnig auf. Ich frage The Rain mal nachher im richtigen Chat, wie das gekommen ist, dass er da vor meiner Haustür verblichen ist. So, bleibst du stehen? Dummes Ding. Also an diese Steuerung hier werde ich mich nie gewöhnen. Da wird ja alles mit Tasten gesteuert. Ah. Tür auf. Festhalten zum Aussteigen. Mit F wieder zumachen. Mit der Maus abschlüsseln. Den Schlüssel wegstecken. Warum stecke ich den Schlüssel extra weg? Weil, wenn man hier bewusstlos wird oder abkratzt oder was auch immer, dann fällt einem das aus den Händen, was man gerade in der Hand hat. Und hier einen Autoschlüssel wiederzufinden, falls irgendwie Trouble war, muss nicht sein. Deswegen immer sofort wegstecken, ab in die Tasche. So, und da ich jetzt mittlerweile keine Lust habe, die Zombies aus der gesamten Umgebung hier abzuknallen, habe ich mittlerweile mir doch wieder eine gute altmodische Pistole mit Schalldämpfer zugelegt. Weil dann, wenn sie auf mich aufmerksam werden, was eigentlich immer der Fall ist, dann knall ich wenigstens nur die paar ab, die mich gehört haben. Und nicht die noch bis zum nächsten Kaff. Also einen lauten Schuss hier und ja, ich habe die Zombies von sonst wo. Das ist zwar nicht weiter tragisch, weil ich renne dann einfach da in die Bude rein und versteck mich, beziehungsweise da können sie mich nicht zu Fass kriegen. Nichts. Habe ich doch eben schon wieder einen von den Kameraden gesehen. Da ist einer mit Rucksack. Auch ein Zombie will bequem reisen. Oh, das fühlt ja gut an hier. Das sind irgendwo 2.500 Rubel. Combat Sites. Brauche ich die? Nö, eigentlich nicht. Aber da die Heavy Gun Pouch? Nein. Erdeltop. Das Top ist zwar eigentlich gut, aber ich trage ehrlich gesagt viel lieber die bunten Klamotten. Was haben wir denn da? Ach, das ist dieses, was die dann in Afghanistan auf dem Kopf haben. Ich weiß nicht, wie es heißt. Utility Pouch in Black. Ach, ich nehme sie mal mit. Nimmt wenig Platz weg und alles, wo MVS draufsteht, kostet schon mal 200 Rubel. Oder bringt 200 Rubel. Da höre ich schon wieder jemanden mit Schluckbeschwerden. Hallo? Machen wir ihn mal auf uns aufmerksam. So, jetzt kann er vor sich hinkrächzen, hierher galoppieren. Dann finden wir auch raus, wie viele Zombies in der Gegend hier die Pistole trotz Schalldämpfer gehört haben. Keiner. Das spricht entweder für eine niedrige Zombie-Dichte oder es war gerade keiner in der Nähe. Hätte ich jetzt ohne Schalldämpfer geschossen, hätte ich hier so irgendwo zwischen 10 und 20 vor der Tür gehabt. Und auf der Pelle. Wie ist der Zustand? Badly damaged. Nein, nehme ich nicht mit für mein Sammelsurium da hinten, mein Hilfecenter für gestrauchelte Abenteurer. Ja,
Eisenbahnwaggons. Da gucke ich immer gerne rein. Es ist übrigens sehr serverabhängig, was man wo findet. Ah, da ist The Rain wieder. Is anyone else at GMT? Feeling so lonely? Wie kommt er denn da schon wieder hin? Seine Leiche ist noch nicht mal despawned und seine nächste Inkarnation ist schon wieder auf GMT. Das ist der Green Mountain Trailer. Seine Gegend, wo ich mich nur... Oh, Wasserflasche mitnehmen. Wo ich mir nur in Notfällen hintraue. Also immer, wenn ich was für Autoteile brauche. Und weil die Gegend ist nicht ganz ohne. Also ein gutes Stück weg. Also er muss wohl von irgendjemandem abgeholt und mitgenommen worden sein. Zu Fuß da zu sein, bevor er seine Leiche despawned ist, seine vorherige. Schwierig. Streichhölzer nehmen wir mit. Ich habe genug Streichhölzer, aber für mein Sammelsurium sind die immer gut. Weil die Anfänger natürlich immer Streichhölzer brauchen. Und die Nase, das nervt langsam so ein bisschen. Also wenn ich mal kameratechnisch, da ist schon wieder so ein komischer Bursche, kameratechnisch energisch schniefe, dann seht mir das nach. Mit dichter Nase, das fühlt sich einfach nicht gut an. Tür ist zu, Tür ist zu. Jumpsuit Pants, Capri Pants, kann ich alles jetzt mit anfangen. Jetzt hat er mich bemerkt. Ja, ja, komm her. Ja, natürlich treffe ich den Ball, ne? Ist ja klar. Da haben wir noch ein Magazin unten links. Einem Lauf, neun im Magazin. Der Schalldämpfer ist wirklich gut. Wenn ich die Langwaffen benutze mit Schalldämpfern, dann habe ich meistens dann doch irgendwen drauf. So, hier können wir leider nicht ganz so... Ja, ne? Oh Gott, hier der Zustand. Auch Damage. Ne? Ich habe auch zu viele Rucksäcke schon liegen. Einfach mal so zur Sicherheit. Ah ja, Reload funktioniert nicht, siehst du? Also muss ich das mal händisch machen. Um den Server daran zu erinnern, dass es hier passende Wechselmagazine gibt. Wie Reload. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ach, Boxnails habe ich, glaube ich, genug. Ja, antippen der R-Taste für Reload, das lädt die Waffe nur einmal durch, für den Fall, dass da eine Ladehemmung ist. R wie Reload festhalten hingegen wechselt das Magazin. Und wenn man eine Ladehemmung hat, dann fängt er wie wild an, auf der Waffe rumzuprügeln, um die Ladehemmung zu beseitigen. Einige dieser Animationen sind sehr lustig. So, was haben wir hier? Leather Repair Kit, habe ich auch schon tonnenweise von, nehme ich aber mit. Reflective Vest, kann ich damit irgendwas anfangen? Nein. So, da sind wir wieder. Und ja, ihr seht richtig, hier auf diesem Server kann man laufen, bis einem die Zunge aus dem Hals hängt. Habe ich überhaupt schon reingeguckt? Ich glaube, ich bin zielstrebig dran vorbeigelaufen, ne? Da liegt zum Beispiel was. Noch 5 Rubelnote. 452 Stück davon, mal 5 sind fast 2000 Rubel. Tja, muss eine alte Frau lange verstricken. Bei den Sachen, die ich normalerweise kaufe, reicht 2000 Rubel nicht weit. Wir haben hier wie der DDR damals. Die Grundsachen, die man so braucht, die sind alle vergleichsweise billig. Nur wenn man irgendwelchen Luxus haben will, dann schlägt es auch gleich richtig ein. So, Locked Door. Da, ich muss mich ein bisschen bewegen, damit ich da hinkomme. Einsteigen. Klack zu. Ja, jetzt fängt der Wagen wieder an zu humpeln und zu ruckeln. Das kommt manchmal, wenn das Internet ausgelastet ist. Dann kommt man sich vor, als wenn man ein wildes Pferd zureitet. Nicht, dass ich das schon mal versucht hätte, aber... So, fahren wir mal ruhig einen Kaff weiter. Oder gibt es da hinten noch irgendwas zu holen? Da ist ein Hospital. Im Hospital sind immer gute Sachen zum Verkaufen. Aber das brauche ich ja alles gar nicht. Den ganzen Kram habe ich schon. Ich habe auch viel zu viel Geld. Ja,
lasse ich das mal links liegen und gehe gleich einen Kaff weiter. Ist aber ein Stück zu fahren. Tanken muss ich nicht, kann also an der Tanke vorbei. Da können wir die Gegend ein bisschen begutachten. Solange man halbwegs geradeaus fährt, brauche ich nicht viel nachzulenken. Oh, die Straßensperre. Vielleicht sollte ich hier in der Gegend auch mal gucken gehen. Ich meine, das ist doch ein Industriegebiet. Vielleicht mache ich das einfach mal. Ich kann mich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht erinnern, dass ich in dieser Industriegeschichte schon mal umhergestrolcht wäre. Ups, darüber. Schlüssel wegstecken. Muss ich irgendwas Schweres nachladen? Ich glaube, Nummer 2. Sind noch 27 drin, das sollte ja wohl reichen. Ja, ich weiß, großes Trommelmagazin. Von der Knarre. Warte mal, kann ich sie euch mal zeigen? Na, von der Knarre habe ich gestern 2 gefunden, in schwarz allerdings, ohne Magazine. Und allein die Waffen ohne Magazine haben mir beim Trader 50.000 Rubel pro Stück gebracht. Das heißt, im normalen Verkauf liegen die bei 300.000. Ja, die Diskrepanzen zwischen An- und Verkauf sind teilweise gigantisch, weil damit die Zahl der Exemplare so ein bisschen begrenzt wird. Man benutzt halt nicht nur in der realen Welt oder in der Politik Preise und Preisgestaltung, um die Verbreitung zu steuern. Men's Suit Jacket. Ja, das wird mir fehlen. So ein weißes Jackett, da würde ich bestimmt toll mit aussehen. Die Zombies fänden es rasend schick. Aber hier ist im Zweifel gar nichts zu finden. So, Bahnhofsgebäude sind nicht so die interessantesten. Aber wie gesagt, das ist serverabhängig. Bei anderen Servern kann das sein, dass sie hier da ein Bahnhof, wo halt viele Leute rumliefen, dass da auch viele Sachen rumliegen. Aber wie gesagt, das ist eben unterschiedlich. Haben wir hier gar nichts. Doch, da ist irgendwas, eine Zündkerze oder sowas. Ah! 12er Backshot. Reposten nehme ich doch mit. Weil meine Flinte ist ein 12er. Da ist auch nichts. Ja, diese großen Gebäude. Da ist normalerweise nichts. Die haben sie vielleicht irgendwann mal eingeführt, falls. Ah ja, vielleicht ist hier doch was. Nein, ich mach den lieber leid. Ah, lässt du das wohl? Lässt du das sein? Sag mal, bin ich zu blöd, einen Zombie zu treffen mit dem Schwert? Ah, was war das denn? Ich hätte mir die Schalldämpfer-Knifte nehmen sollen. Stattdessen fange ich an, sowas zu machen. So, und er hat mich mehrfach getroffen. Das heißt, irgendwas ist jetzt irgendwie beschädigt worden. Gucke ich sicherheitshalber mal rum. Es ist sehr blöd, das kann ich euch sagen, wenn man herumgeistert und stellt fest, dass die Schuhe weg sind. Da, Warren, ne? Also der hat schon wieder ein paar abgekriegt. Dann zücke ich schon mal meine Pistole und mache die Leute schallgedämpft platt. Ja, und was ich sagte, ne? Gekrächze und Geröchel, aber nichts zu finden hier, nichts zu holen in solchen. Das heißt hier, so Holzstapel und sowas locken manche an, die am Basis bauen sind. Tja, hier auch nichts. Auch nichts, oder lohnt sich nicht, können wir gleich wieder gehen. Außer Spesen nichts gewesen hier. Also ab die Post. Nächsten Kaff weiß ich wenigstens, dass da ordentlich was zu holen ist. Es sei denn, irgendeine Horde von Spielern ist direkt vor mir da gewesen und ist wie so ein Schwarm Heuschrecken drüber hergefallen. Das gibt's nämlich auch, dass sie dann aber wirklich alles mitnehmen. Nicht mal alte T-Shirts bleiben dann liegen. Oh, nun ja. Mein Gebrabbel ist das Einzige, was im Moment dieses Video am Leben hält. Ne? Passiert jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber so ist DayZ. Die meiste Zeit passiert eigentlich gar nichts. Aber die Landschaft ist schön. Man hat immer was zu gucken.
ist hier mein persönlicher Trick, um die Straßensperren zu umgehen. Weil mit der sehr rudimentären Lenkung, die das Ding hat, ist es schwierig, um diese Betonsperren rumzueiern. Mittlerweile kenne ich die Gegend auch ganz gut. Das heißt, ich weiß, ich kann jetzt hier ziemlich lange Gas geben und muss mich dann nur vor einen Bahnübergang in Acht nehmen. Ich heize aber nicht so wahnsinnig schnell, weil dieser Server... Eigentlich ist es die Internetleitung, es ist nicht unbedingt der Server als solches. Aber wenn das Internet einen Schluck aufkriegt und man ist mit 200 Klamotten unterwegs, das kann in einem Tümpel enden. Und ich hatte ja in einem Video schon mal erzählt, dass die Autos hier Tümpel nicht sonderlich mögen. Das kann dann ein sehr teurer Tümpel werden. Diese Gurke, in der ich fahre, kostet 1,5 Millionen Rubel. Ja, und da muss man ein Weilchen für grinden. Man kriegt auch für 1 Million einen Hubschrauber und für 1,5 Millionen kriegt man noch einen besseren Hubschrauber. Die neuesten Hubschrauber, die sie jetzt gestern, glaube ich, erst implementiert haben, eine Mi 6 und einen UH-1, also auch Huey genannt, die sind, glaube ich, bei 3,5 Millionen Rubel. Und wenn der Server einen Schluck aufkriegt, dann war's das. Dann stürzt das Ding ab in irgendeinen Weiher. Ich habe gestern Fotos im Chat gesehen. Da ist eine, auch dieses eiförmige Ding, was auch bei Magnum immer rumfliegt, stand dann im NIEF-Trailer, im Hauptgebäude drin. Ja, der sah noch heil aus, aber wie kriegt man den durch die Tür wieder raus? Also auch da kann man sagen, 1 Million Rubel, winke, winke. So, wo will ich denn hier hin? Ich glaube, wir fangen mal an bei der Polizeistation. Ich stelle mich einfach da mitten auf die Wiese. Ich finde die Grafik inzwischen schon ziemlich geil. So, hier bleiben wir mal stehen, Motor aus. Wir müssen ja nicht mehr Zombies anlocken als nötig. Ja, da hat jemand... Ja, genau hier, da merkt man es, ne? So dieses... Das war so ein harmloses Etwas von dem, was hier passieren kann. Es kommt auch durchaus vor, dass das Ding bockt wie ein alter Maulesel. Oh. Irgendwie hat sich hier noch eine Base gebaut mittendrin. Ist gar nicht mal dumm. Ich glaube, er verstößt damit auch nicht gegen die Building Rules, die wir hier auf diesem Server haben. Aber... Da steht sie. Da ist ein Zelt, ne? Weißer Punkt. Da ist ein Car-Tent. Da ist ein zweites Car-Tent. Wenn er sich hier ein Landclaim gesichert hat, dann ist das sowieso alles gut. Wenn zwei Zelte so dicht aneinander stehen und die längst wieder gelöscht worden sind, dann spricht vieles dafür, dass das alles seine Richtigkeit hat, weil die Admins passen hier schon auf ein bisschen. So, ich gucke hier immer gern rein. Man findet Dinge in solchen Wagen. Eine Car-Battery wäre toll. Was haben wir da? Ein Tire-Iron. Habe ich schon. Bin mir auch gar nicht sicher, ob bei meinem Auto das wirklich was bringt. Jerrycan. Noch ein Spritkanister. Inzwischen habe ich davon, ich weiß nicht, 4, 5 Stück. 5 Stück mindestens. Hier ein Zombie. Sollte ich schon mal eine Knifte zünden. Die Zombie-Dichte ist hier in dem Kaff deutlich höher als woanders. Also zumindest als in der... Noch ein Jerrycan? Also das ist jetzt ungewöhnlich, dass zwei davon so dicht aufeinander spawnen. Oder keine Sorge wollte die haben bis jetzt. Nicht ein weißer Punkt, was heißt das denn nun wieder? Zündkerze oder was ist das? Sparkplug, na siehst du. Brauche ich aber nicht. So, ein bisschen langsam und damit auch ein bisschen leise weglaufen und jetzt kann ich wieder Gas geben. Da hat mich jemand gehört, würde ich mal sagen. Mit einem verlieblichen... Ja, nix. Gar nix. Ah, da kommt er ja auch schon angelaufen. Interessant, dass man zwei Kopfschüsse für den braucht, den Vogel. So, ich kann mir gut vorstellen, dass mich jetzt irgendwelche... Z-Leute gehört haben und immer nachgucken kommen. Nix. Gar nichts ist schlecht. Das
lässt immer die Vermutung aufkommen, dass kürzlich schon mal jemand hier war und abgeräumt hat. Da hinten ist Rehab. Den habe ich auf der Playerliste 9 Kilometer entfernt. Da am anderen Ende der Map muss er irgendwo sein. Ich hoffe, er ist mir nicht böse, wenn ich mal wieder abstöpsele, weil er wird mir natürlich laufend angezeigt, auch wenn ich gerade gar nichts von ihm will. Was haben wir da hier? Packed Purple Kush Cannabis. Nehmen wir mit. Ich bin zwar von der Cannabiszucht inzwischen wieder weg, weil ich hab einfach genug Geld, auf Deutsch gesagt. Konto müsste ich so 2,5 Millionen Rubel haben oder so. Deswegen mache ich ja auch dieses Charity-Projekt. Oh, jetzt ruckelt's aber. Dieses Charity-Projekt, wo Newbies halt sich eindecken können. Weil wenn man genug Kohle hat, hat man eben genug Kohle. Dann braucht man nichts mehr. Da brauche ich nicht gucken. Hier muss ich immer gucken, weil irgendwelche interessanten Knarren hier rumliegen können. M-Block 91 ist immer gut für mein Sammelsurium. Ach, guck mal, das wieder 50.000. Gleich einstecken. Noch eben wieder Zombies räucheln hören hier. So, da könnten was drin siegen. Nix. Und da könnte auch was drin liegen. Tut's aber nicht. Ja Gott, und hier liegt immer eine Hose drin oder eine Weste. Da ist meistens irgendwie Munition zu holen. Ja, schicke Jacke, aber zu wenig Taschen. Oh, eine Feldflasche, die nehme ich mit, natürlich. So. Da nochmal reingucken. X. Was haben wir denn hier? Der MP153. Ach, ich pack's mal ein. Ich möchte, die bringt nicht viel. Es ist sehr unterschiedlich bei den Flinten. Können mal 500 bringen und die können mal zigtausende bringen. Da ich die Preise nicht im Kopf habe, sehe ich das meist vor Ort. Hier oben auf dem Dach liegt normalerweise auch was. Wenn da nichts liegt, dann war also so kürzlich jemand da. Auch dass hier so wenig Zombies rumlaufen, spricht dafür, dass hier kürzlich alle jemand abgeknallt hat. Will ich hier noch weiter rumlaufen? Überlege gerade. Ich glaube, durch die Industrieecke, da finde ich mehr Interessanteres als hier. Hier lässt sich gut herumbutschern, um zum Beispiel Cannabis zu finden oder sowas. Oder Gebrauchsgegenstände, aber die suche ich eigentlich nicht im Moment. Ja, im Moment sehr viele Gebrauchsgegenstände und könnte eigentlich eher so abgedrehte Sachen, wie zum Beispiel eine Autobatterie, brauchen. Ich könnte mir sie auch eigentlich beim Händler erwerben, aber der hiesige Händler, der relativ dicht an der Küste steht, den haben sie nicht ganz ohne Grund sozusagen, ja, die Autos entzogen. Das heißt, da gibt es keine Autoteile zu finden und auch keine Autos logischerweise und damit auch keine Car-Battery, die ich mir einfach für ein paar Rubel erstehen könnte. Ja, und dann muss ich jetzt halt hier rumlaufen und mir eine suchen, wenn ich keinen Bock habe, extra hinzufahren. Ja, wenn die Strecke ein paar Mal gefahren ist, dann wird sie auch langweilig. Na, dann gehe ich doch lieber auf die Suche. Ja, die will mir auch Geld bringen. So, was haben wir denn wohin gestopft hier? Da, eine Plastikflasche. Ein Leather Repair Kit. Ups, das ging mir jetzt zu schnell. Eine Weste. Ist das die Heavy? Nee, ist die normale. Die wird 1200 und ein paar zerquetschte Ringen. Meine Pistole. Wieso ist meine Pistole da? Die soll im Pistolenhalfter soll die sein. Ach so, da hat er. Weil ich die andere gezogen hatte, hat er der hier hingepackt. So, dahin. Tür wie. Ach ja, ich kann es euch mal zeigen. Hier drin. Ich kann auch mal auf die Ego-Perspektive wechseln. Ja, ne? Verschärft. Wenn es regnet, werde ich nicht nass. Der einzige Nachteil ist, wenn ich den Wagen abschließe. Ja, ist Zentralverriegelung. Dann kann ich hier hinten durch die geschlossene Tür hindurch reingehen. Das ist zwar nicht so tragisch, aber wenn man sich da drin vor Zombies verstecken will, dann stolpert manchmal der eine oder andere doch durch die Tür ins Wageninnere und fängt an zudringlich zu werden. Obwohl, das habe ich bis jetzt nur einmal gesehen und da war ich gar nicht im Wagen. Trotzdem beunruhigend. Aber es ist wichtig, diese Tatsache zu wissen. Jawohl.
Wenn ich dran denke, verlinke ich den Server unten drunter, aber macht euch darauf gefasst. Okay, Mask, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Macht euch darauf gefasst, dass der sehr voll ist. Also, Wartezeiten sind da normal. Weil er ist gut. Und dann ist er halt auch voll. Combat Pack nehme ich mit. Ist nicht so wichtig, weil ich habe schon genug Rucksäcke. Aber, mein Gott, wenn einem gleich die guten MVS-Sachen da serviert werden, nimmt man sie mit. Was haben wir denn da? Eine CCU-Jacket. Brauche ich die und denn auch noch in beschädigt? Nö. Kann ich nicht mal den Spielern andrehen. So, ein Boonie-Head? Nö. Und zwar ich hier. Es gibt die andere Straßenseite mit den ganzen Garagen. Könnte interessant sein. Ups. Jetzt sollte ich mir etwas suchen, worauf ich mich verstecken kann und dann mal die verdammten Zombies loswerden. Da ist noch einer. Ich glaube, auf dem Container am besten, ne? Genau. Und ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal eine laute Waffe, weil dann ist hier auch Ruhe. Andererseits, ach doch, dann habe ich sie alle hier. Habt ihr es mal gesehen? Da seht ihr wieder. Auf kurze Distanzen sind Zieloptiken immer so eine Sache, weil sie dann immer ein Stück zu hoch zielen. Ja, ja, kommt nur alle. Wir wollen sie alle auf einen Haufen haben hier. 1, 2, 3, 4. Ist alles. Da kommt Nummer 5 angelaufen. Nummer 6. Ja, ich kann schon mal anfangen. Wenn mir der Rest nicht findet. Ist er? Auf kurze Distanzen entschieden zu hoch. Aber das ist leider wie in der echten, wie im echten Leben. Dann im Galoppelschritt an. Ich spare schon wieder wie wild Munition, obwohl ich es mir inzwischen leisten kann, die stapelweise zu kaufen. Da. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. So, kommen da noch mehr? So, relativ wenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück nur. 9. Ja, dann. Guck mal, ich habe schon wieder Reload gedrückt und nichts passiert. Also, er muss einmal in sich gehen und sagen, na gut, wechsle ich das mal aus. Nix. Na gut. Für die letzten kann ich auch wieder auf die Pistole wechseln. Autsch. So, mal gucken, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Eine Dose Pfirsiche. Obwohl, ich habe, dadurch, dass ich ja auch selber Grünzeug im Vorgarten züchte, habe ich natürlich eigentlich Fressalien ohne Ende vor Ort. Apropos Fressalien, habe ich denn dran gedacht, wir haben uns selber was einzupacken. Mal schauen. Ja, Gott sei Dank, zwei Steaks dabei. Und natürlich Feldflaschen. Übrigens, das Wasser in Feldflaschen, die man findet, oder auch Plastikflaschen, ist üblicherweise verseucht. Also wenn ihr das trinkt, werdet ihr mit ziemlicher Sicherheit Salmonellen einhandeln. War ich da schon? Nee, ne? War bei dem anderen Zug. Ach, und zu den Garagen wollte ich. Das ist ja viel wichtiger eigentlich. Aber naja. Habe ich den von der anderen Seite aus aufgemacht? Da war eben eine offene Tür. Ja, offensichtlich. Na gut, dann gehen wir zu den Garagen. Zombies rechne ich jetzt eigentlich nicht, obwohl die respawnen hier relativ schnell. Ein Blick in die abgestellten Autos lohnt hier eigentlich immer. Außer heute. Was meinen Verdacht nähert, dass da schon jemand war. Na, siehst du, wieder ein paar Slugs. Ich schieße allerdings praktisch keine Slugs. Ich schieße eigentlich immer nur Buckshot. Weil ich den Verdacht habe, dass auf kurze Distanz Buckshot sehr viel mehr Schaden macht.
Open? Ja, dann gucken wir doch mal rein. Ja, wäre natürlich schön gewesen, da eine Batterie drin zu finden, aber nun ja. Nix, nix. Working Gloves brauche ich eigentlich nicht jetzt. Also, ich nehme sie mal mit. Die Spieler können Handschuhe immer brauchen. So, jetzt kann ich hier Massenabfertigung machen. Noch ein Benzinkanister. Da kann ich bald mit handeln. Wenn das so weitergeht, mache ich meine eigene Tankstelle auf. Wie am laufenden Band, falls sich irgendjemand an die Show noch erinnert. Mit Rudi Carell. Wieso Brühe? Das sieht aber echt abgeräumt hier aus. Das ist eben der Haken bei vollen Servern. Wenn viele, viele Leute den Server toll finden und drauf spielen, heißt das auch, dass viele, viele Leute Dinge einsammeln. Naja. Habe ich mein Auto hingestellt? Auf Wiese irgendwo, ne? Taschentampe nehme ich mit. Ein weiterer hat mich gehört. Ich sehe, die respawnen hier echt schnell. Aber dadurch, dass man hier nie müde wird, kann man den Zombies üblicherweise davonlaufen. Guckt er sich den alten Zombie jetzt an? Naja, dann. Ist er, wenn man den einmal wieder beigebracht hat, dass man hier auch vernünftig die Türen auf und zu machen kann, dann ist das schon mal ein guter Anfang. Wo will ich eigentlich hier nach hin? Ich glaube, ich fahre nach Kelm. Das ist so eine Art, ja, Recreation Center nennt man das vielleicht. Also da, wo viele Leute irgendwo in Zelten und so weiter wohnen. Die ganze Beute hier einsortieren. Noch ein Rucksack. Ich glaube, die weiteren Rucksäcke lasse ich jetzt liegen. Ich habe zu viele davon. Alles meins, alles meins. Ja, schon wieder Geld gefunden, ist sowieso gut. Ja, erstaunlich wenig Personal Room hier, den ich habe. Geht mir immer noch im Kopf rum, wieso ein toter The Rain bei mir im Vorgarten liegt. War ich denn lang? Ich glaube. Warum, ne? Ach, ist ja eigentlich egal. Nee, ist gar nicht so egal. Ich bin zu weit. Und ich sag ja, die Zombies respawnen hier recht flott. Ja, hier ist die Tanke. Hui! Ja, solche Dinge passieren. Ganz besonders lustig ist das, wenn das mit Bären passiert, die einem von oben in den Schutzraum fallen. Dann ist man gemeinsam mit einem Bären im selben Raum und das möchte man nicht. Ja, ja, lass sie rumkrakeln, die geben auch wieder Ruhe. Ja, und nicht vergessen, ich steuere hier mit Tasten. Das ist ein Erlebnis. Ach, ja. Machen wir uns das Leben wenigstens ein bisschen leichter. Dann brauchen wir uns nicht in diesen schmalen Gassen zurechtzufinden. Schön langsam. Irgendwelche Geländer sieht man hier meistens auf letzten Drücker, wollte ich gerade sagen. Und schon ist dann eine Mauer in der Dunkelheit gewesen. Ja,
ich weiß. Zuerst rollt man immer zurück, bevor es dann Schub nach vorne gibt. Aber wenn man am Hang im dritten Gang anfährt, also zum zweiten Mal, ja, schon besser. Normalerweise donnere ich hier mit Schwung hoch und dann merkt man es nicht so. In den niedrigeren Gängen muss man nämlich durchaus aufpassen, dass man nicht die Drehzahl durch die Decke haut. Damit macht man sich den Motor kaputt. Irgendwann kennt man die Wege in der Umgebung. Also hier sind wir schon wieder in einem Bereich, wo man auch mal mit Bären rechnen muss. Und ich muss Rehab gleich erstmal da wirklich abschalten, weil er ist irgendwie so ein bisschen im Wege. 5 Kilometer entfernt und so tief unten, also im Landesinneren, ist eigentlich alles irgendwie höher. Fahre ich so vorsichtig? Also erstens, weil ich es tierisch lästig finde, an irgendetwas nicht durchfahrbarem stecken zu bleiben und dann in der Gangschaltung wieder rumrühren zu müssen. Und wenn man dann einen Bären in der Gegend hat und nicht schnell genug wegkommt, dann kann das fatal sein. So, runter an den zweiten. Ich wende hier schon mal, sicherheitshalber, weil wenn ich mal schnell weg muss, kann ja immer mal sein, dann ist es immer gut, schnell weg zu können. Klingt logisch, ne? So, dann gucken wir uns die Ferienwohnung mal an. Was steht denn da? Oh je, ist das P zu Anfang? P, T, J, was? Eine Menge I, P, T. Petni Pageri Schruschgang? Ich habe mir irgendwann mal die kyrillischen Buchstaben beigebracht, aber ja, mangels Nutzung ist da leider nicht viel von übrig geblieben. Es ist ja auch nicht so schwer. Ich müsste mir nur mal wieder das kyrillische Alphabet innen an die Klotür kleben. Dann hat man täglich einen Blick darauf. Dann bleibt es auch viel besser hängen. Das hilft mir auch nicht weiter, weil ich kann ja immer noch kein Russisch, nur weil ich die kyrillischen Buchstaben irgendwann mal lesen kann. Gun Cleaning Kit gehört zu den Sachen, die man nie genug haben kann. So, da ist nix. Chlorintabletten braucht man immer. Ich sollte auch mal einen Schluck trinken, fällt mir gerade auf. Ich höre schon wieder einen Zombie röcheln. Am besten regeln wir das gleich hier an Ort und Stelle. Ja, an dieser Einrichtung gibt es nicht so wahnsinnig viele Zombies. Dann nehmen wir mal die Flinte. Da hinten sehe ich einen. Komm. Damit machen wir ihn neugierig. Hier gibt das so... Ich weiß nicht, viele sind das. Eine Handvoll Zombies, nicht viele. Dieses war der erste Streich. Doch der nächste folgt sogleich. Ah, hinterm Haus ist er jetzt. Asthma, ne? Sehe ich mich, das hört er. Hallo? So einer ist das. Da ist besonders unfähiger Zombie. Ich qualme übrigens, weil ich eine Pfeife im Mund habe.
nicht, dass ihr denkt, dass mir der Schädel qualmt oder sowas. Hat er gerade? Ah, eine Jacke. Nee, eine Mütze brauche ich jetzt nicht wirklich. Ups. Eine Maus hängt? Alles hängt? Oh, war nur ein Schluck auf. Ich dachte gerade, ich stehe jetzt hier mit offener... Ach, guck mal, und plötzlich sind Dinge gespawnt hier. Ich dachte jetzt, ich stehe jetzt mit offener Hose... Nee, mit offener... Eine Flinte habe ich noch in der Hand, ja. Mit offener Tür hier rum, während die Zombies um mich herum tummeln oder so. Aber nein, es war nur ein Schluck auf. Ihr stellt euch mal vor, so ein Schluck auf beim Autofahren. Deswegen versuche ich immer so zu fahren, dass der Wagen möglichst selten in Richtung Wasser zeigt. Was haben wir denn da alles? Eine schwarze Mütze. MVS Flatcap bringt 500 Orken, nimmt 4 Platz weg. Baseball Cap, dasselbe brauche ich auch nicht. Da hat ein schlauer Mensch sein Zelt hier mitten reingebaut. Auf die Weise wird er mehr Rucksäcke haben, als er essen kann. Also gewisse Dinge hat er denn hier in großer Zahl. Sweater, da ist noch ein Gun Cleaning Kit. Ich brauche sie nicht alle, ich nehme sie nur mit, weil natürlich die Anfänger händeringend nach solchen Sachen wie Gun Cleaning Kit suchen. Wenn die mal eine Knifte finden, ist die meistens ziemlich kaputt. Wenn man sie gleich reparieren kann in einem vernünftigen Zustand. Das ist gut. Kann man angeln in dem Tümpel, aber habe ich jetzt keinen Bock zu. Ich glaube, ich habe auch gar keine Angel mitgenommen. Aber da eine Feldflasche, jawohl. Darüber freuen sich meine in Anführungszeichen Kunden immer. Munition natürlich auch, wird auch immer gern genommen. Warum führe ich meine Flinte immer noch in den Händen, wo doch hier alle schon tot sind? Ja, wie ich schon sagte, sie spawnen auf diesem Server recht flink. Kann also ohne weiteres sein, dass wir gleich noch Besuch kriegen. Blue God Cannabis Seeds, ja, nehme ich natürlich mit. Ein Zielfernrohr nehme ich auch mit. Ah, hier, einer der besten Rucksäcke, den man finden kann. Habe ich aber alles schon, deswegen lasse ich ihn hier stehen für den nächsten, der kommt. So, was haben wir denn da? Nix, nix, auch nix. Pilat, ach, das ist auch ein Seefernrohr. Ein Hunting Knife, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das können meine, in Anführungszeichen, Kunden immer brauchen. Da ist auch nix, da ist noch ein See. Hier, Mung Hearts Hiking Backpack. Ich kann den mal in die Hand nehmen, dann könnt ihr die Details sehen. So, der hat 80 Slots, also Einheiten. Dann kann man 2 Kochtöpfe, Feldflasche, Walkie-Talkie, eine Schusswaffe, ein Knicklicht, eine Taschenlampe, ein Kocher-Dreibein. Ich weiß gar nicht, was da noch alles dran passt, aber noch weitere Sachen. Also richtig klasse für jemanden. Ach ja, richtig, Schlafsack und Zelt kann man da, glaube ich, auch noch dran binden. Also für jemanden, der rumläuft, super Sache. Also für einen Anfänger wäre es toll. Ich höre schon wieder Geräusche. Aber für mich als alter Hase mit Base brauche ich weder Kochtopf noch Krimskrams, sondern habe das alles an meiner Base gelagert. Oder im Auto. Aber für einen Fußgänger super. Ja, dann haben wir das auch abgeräumt. Überlege gerade, fahre ich jetzt von hier aus weiter zum Händler, aber mir fällt jetzt aus dem Stegreif gar nichts ein, was ich beim Händler eigentlich kaufen sollte. Deswegen würde ich sagen, fahren wir einfach erstmal zurück, gucken uns den meine Station an und dann kommen da vielleicht Leute vorbei. Es ist jetzt halt eine unglückliche Uhrzeit für sowas, weil hier ist es jetzt 10.26 Uhr. Die meisten Spieler sind Amerikaner. Das heißt, bei denen ist es jetzt zwischen 7 und 9 Stunden zurück. Das bedeutet kurz vor 2 Uhr morgens oder kurz vor 4 Uhr morgens. Und das ist für die Amerikaner eine ungünstige Zeit an einem Mittwochmorgen. Ihr seht natürlich an einem Chat unten links, den ich allerdings eher nicht verfolge,
weil ich mich einfach auf andere Sachen konzentrieren muss. Seht ihr, dass trotzdem Leute unterwegs sind? Das sind teilweise Amerikaner, die wirklich jede Minute am Daddeln sind. Und wir haben natürlich eine Menge Europäer. Und gestern bin ich auch zwei Japanerinnen begegnet. Da konnte ich meine drei Brocken Japanisch mal wieder anbringen und mit einem sehr gebrochenen Englisch. Einer der Sys-Ops ist übrigens, oder nicht Admins, sondern der ist so Moderator, was im Klartext heißt, er hilft Leuten, die hier Probleme haben. Der ist tatsächlich Deutscher. Rehab ist, glaube ich, auch Deutscher, wenn ich mich recht entsinne. Ja, richtig, war gestern zu Besuch mit seinem LKW-Watsch. So, immer schön vorsichtig. Es ist nicht so eine gute Idee, hier mit dem Wagen genau auf so einer Stange einzufädeln. Ah ja, da ist schon wieder einer gestorben. The Nurse, das ist auch so eine Schote. Das ist eine Frau mit wirklich so weißem Outfit auf Krankenschwester gemacht. Und die hat wirklich ein unglaubliches Arsenal an Rettungs- und Heilungsmitteln am Mann und rettet dann Leute. Die bringt also ihre Zeit damit, Leute zum Überleben zu verhelfen. So, lohnt sich das hier nochmal reinzuhüpfen in der Hoffnung, dass irgendwas gespawnt ist, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, gestern habe ich The Nurse hier zufällig gesehen. Da dachte ich, sie läuft zu ihrem Auto. Nein, sie hat einen eigenen Hubschrauber. Der aber auch schon wieder kaputt ist. Ich glaube, The Nurse steht im Ruf, alles kaputt zu kriegen, was fährt oder fliegt. Das können aber auch andere ganz gut. So, da sind wir wieder auf der Hauptstraße. Und dann erstmal geht's zurück zu meinem Basiszelt. Ich muss mir später mal angewöhnen, wirklich solche Stellen rauszuschneiden, dann auch jemand seine Base erkennbar an der Flagge. Das ist nicht ganz richtig. Man kann auch eine Base haben, ohne eine Flagge zu hissen. Aber die Flagge sorgt dafür, dass man ja alles in 60 Meter Umkreis nicht so ohne weiteres despawnt. So, ich gebe jetzt einfach kein Gas, ich lasse die Mühle einfach im fünften Gang laufen. Dann können wir uns nämlich ein bisschen umgucken hier, ne? Bisschen Landschaft. Ein Prellbock. Und ja, man kann überall hin. Was ich noch erwähnen wollte, ich bin Donator. Das heißt, ich habe einmalig $25 gespendet für den Server und bin seitdem whitelisted. Whitelisted bedeutet in diesem Falle, dass ich an jeder Warteschlange vorbeikomme. Wenn also die Leute da 26 Leute vor sich haben und noch eine halbe Stunde warten, bis sie reinkommen, ja, ich bin sofort dran. Das ist nicht so, dass ich ohne irgendeine Verzögerung sofort reinkomme, sondern ich bin immer automatisch auf Platz 1, es sei denn Admins sind zum Beispiel vor mir. Aber ich glaube, ich habe einmal Platz 3 gesehen in der Warteschlange und sehr selten Platz 2, meistens Platz 1 und sofort drin. Das ist schon, also es hat sich wirklich gelohnt. Diese Whitelisting, das geht immer bis zum nächsten Server-Wipe, wann immer der kommt. Also ein Server-Wipe, wenn alles wieder resettet wird auf 0, das ist jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Wochen her. Also ich habe den richtigen Moment abgepasst. Und der letzte Server-Wipe, der war, weil die neue Version 1.10, glaube ich, draufgespielt wurde. Und dafür war es nötig zu wipen. Weißt du, das Rehab hat irgendwo eine Base ganz weit im Norden. Und das scheint sehr nördlich zu sein. Weil in die Richtung 6,5 Kilometer oder was? Das ist schon so. Ja, einfach rumrödeln. Ja, die Betonplätze sehen so harmlos aus, aber
Wenn man mit dieser Steuerung da durch soll, dann naja. Drück mal wieder ein bisschen wenigstens auf die Tube. Falls ihr euch erinnert, das war das zweite, naja, eigentlich war es das erste Dorf, wo wir ausgestiegen sind. Hier ist die Tankstelle nochmal. Polizeiwagen! Nein, ich habe keine Angst vor der Polizei, aber beim Polizeiwagen ist meistens was zu holen. Es lohnt sich da wenigstens mal reinzugucken. Ich bleibe jetzt nicht bei jedem Polizeiwagen stehen, weil der Aufwand mit Ein- und Aussteigen ist mir eigentlich zu hoch. Abschließen, immer abschließen. Man weiß nie, was passiert. Der Server kann sich aufhängen. Und dann steht beim Reboot der unverschlossene Wagen rum. Police Pants mit nichts drin. Oh, guck mal, was liegt denn da? Der Desert Eagle. Ich glaube, die bringt auch 5000 oder so. Ja, obwohl, wenn ich schon eine Desert Eagle habe, überlege ich gerade, ob ich die nicht einfach behalte. Und das nächste Mal, wenn ich beim Trailer bin, kaufe ich mir einen tüchtigen Schwung Desert Eagle Munition. Desert Eagle, sage ich schon. 357er Munition. Und die macht schon Aua. Ne? Also da, a lot of bang for the buck. Eine Menge Peng pro Euro. Wisst ihr, hat sich der Stopp ja schon gelohnt, ne? Irgendwo mal nachsehen. Und bautz, habe ich einen guten Engelchenmacher. So, komme ich damit so viel Schwung rüber? Ja, ne? Die Reifen drehen da schnell durch. Autoradio müsste man haben. Aber dann mault YouTube wieder. Ich bin aber schon lange grundsätzlich mit dem Proxy im Netz, weil mich diese YouTube-Blog-Geschichten immer total genervt haben. Durch den Proxy wird es bestimmt nicht schneller, aber... Ne. Wobei der Proxy ist ja nur bei Firefox drin. Also wenn ich jetzt hier spiele, das ist ja alles direkt. So, hier, ich bin ja schon da. Runterschalten. So. Überlege ich gerade, ob ich nicht mal woanders parke, einfach um zu zeigen, dass ich mich gelegentlich auch mal vorwärts bewege. Zum Beispiel so. So, gibt es hier irgendwas, was ich ausräumen muss? Hallo? Tür, geh auf. Sesam, öffne dich. Muss ich irgendwas mit reinnehmen? Mal schauen. Ich glaube doch eine ganze Menge Kram, ne? Ja, das. Alles mit reinnehmen. Das ist ein Rangefinder, den werde ich verkaufen. Taschenlampe muss mit rein. Flinte soll verkauft werden. Der Rucksack muss ich mal sehen, ob ich den Platz dafür habe, sonst verscheuere ich den auch. Gar nicht mal so viel, was ich diesmal erbeutet habe, ne? Abschließen, nicht vergessen. Ein Tüten nicht vergessen. So, jetzt erstmal die erbeutete Flinte in Sicherheit bringen. Da gucke ich mich mal um, ob inzwischen irgendjemand da war. Aber so wahnsinnig viel wird hier nicht los gewesen sein. So, wo habe ich sie irgendwo hier hinten? Ne? Im Moment, will ich die denn überhaupt behalten? Frage ich mich gerade. Die ist 50.000 wert und ich kann ja nur mit einer zur Zeit schießen. Ja, dann tue ich sie ins Auto zum Verkaufen, Mensch. Nicht so schlau, ne? Gewesen von mir. So, Tür auf, Flinte rein. Falls ihr euch fragt, wie man Gegenstände dreht, mit der Leertaste kann man sie hochkant drehen und dann passt alles sehr viel besser. So, die will ich behalten. Das geht alles hier in den Verkauf. Zielfernrohr will ich verscheuern. Noch ein Zielfernrohr will ich auch verscheuern. Und das hier habe ich schon erwähnt. Ach nee, das lasse ich hier für die Leutchen nehmen, den Kleinkram. Lohnt sich nicht. Da sind irgendwie 100 Rubel drin oder sowas. Und das ist jetzt nicht so der Bringer. Okay, erstmal zumachen.
Ja, für die Desert Eagle muss ich natürlich jetzt auch erstmal ein Magazin finden. Weil ich glaube, die zu kaufen wird richtig, richtig teuer. Aber ich habe in der Vergangenheit schon Desert Eagle Magazine gefunden. Ich tue sie jetzt erstmal in meine Waffenkiste. So, gibt es da noch irgendwas, was da rein muss? Eigentlich nicht. Zwei Feldflaschen habe ich gefunden, ein bisschen Munition. Ja, aber nichts für meine Kiste hier. Okay. Hier habe ich irgendwo einen gewissen Vorrat, genau an solchen Sachen. Kann hier schon fast stapeln. Ja, ich mache das mal ein bisschen ordentlicher. Verteile ich dann nämlich, je nachdem, wo Platz ist, auf meine Verkaufseinheiten, wollte ich es gerade nennen. Hinter mir die Tür immer schon zumachen. Feldflaschen. Wie ich schon sagte, wenn man Feldflaschen findet, ist das Wasser immer verseucht. Also nimmt man die Feldflasche in die Hand, guckt nach senkrecht unten, hält den Knopf fest und dann gießt man den Kram aus. Dann geht man zu irgendetwas, wie zum Beispiel in diesem Falle mein Wasserfass, das komischerweise verkehrt rum funktioniert. Da steht jetzt Drain, also leer machen. Immer etwas hektisch rum, falls hier doch ein Zombie rumläuft. Wenn ich jetzt die Taste festhalte, sieht das so aus, als würde er es ausgießen. In Wirklichkeit draine ich aber das Water Barrel. Das heißt, die Feldflasche wird jetzt gefüllt, was man ja auch sieht an diesem Kringel. Und wenn man jetzt guckt, sieht man hier unten einen weißen Balken. Also diese Feldflasche ist jetzt voll und nicht etwa leer. Ist ein bisschen komisch, ich weiß, aber so funktioniert das nun mal. Wasser ist immer ein Riesenproblem bei Anfängern, deswegen man kann, sollte man Wasser bereitstellen. Die meisten, die hier an den Water Barrel gehen, die halten die F-Taste gewohnheitsmäßig gedrückt. Damit allerdings tun sie das Gegenteil von dem, was sie wollen, nämlich sie nehmen den ganzen Water Barrel komplett auf und tragen ihn durch die Gegend. Das ist natürlich blöd. Ja, und den Water Barrel kann ich mit Benzinkanistern wieder auffüllen, die ich ausgeleert habe und dann stattdessen mit Wasser gefüllt habe. Natürlich mit Purified Water. Sprich mit Wasser, bei dem ich nicht gleich den, der draus trinkt, eine Krankheit anhänge. So, hier gucken die meisten zuerst. Also, schauen wir mal, ist da Platz? Ja, wir machen Platz. So, den tun wir dahin. Den tun wir einfach mal dahin. Dann kriegen wir hier alle Wasserflaschen unter. Die dritte, ach hier eine Plastikflasche. Ja, richtig, tun wir hier hin. Oder warte mal, die tun wir einen Kasten weiter. Da noch irgendwo Wasser drin? Nee, ne? Aber hier, Zucchini, die sind auch ein super Wasserbehälter, weil sie halt viel Wasser beinhalten, aber wenig Nahrung sozusagen. Was haben wir noch? Ein Messer. Haben wir hier noch Platz für ein Messer? Ja. Das Messer dahin. Eine Foodcan. Das wird hier schon eng. Hier können wir auf jeden Fall ein Leather Repair Kit mit rein tun. Hier schaffen wir einfach Platz. Warte mal, ich glaube, die räumen wir einfach rum, ne? So. Und dann den hier hin. So, Taschenlampe muss erst noch eine Batterie rein. Und der Rest, was war denn hier? Hatte ich hier nicht ein Gun Cleaning Kit und ein Leather Repair Kit? War ich schon wieder zu schnell beim Kram verteilen? Und guck mal, Geld habe ich immer noch am Mann. Dann hole ich mir aus dem Zelt Nachschub. Ich habe ja reichlich von dem Gedöns. Was haben wir denn da alles? Also ein Gun Cleaning Kit und ein Leather Repair Kit. Wo ich schon mal hier bin, gucke ich schon mal wieder nach. Unbedingt das Schuhwerk in Ordnung halten. Ja, also mit Warn kann man eigentlich noch leben. Auf diesem Server ist nämlich eine Repair to Pristine Mod installiert. Das heißt, alles, was ich repariere, wird nicht nur bis maximal Warn, sondern bis Pristine automatisch sofort repariert. Ja, auch hier, ne? Gun Cleaning Kit, weil
Muss ja nicht sein, dass die Knifte im falschen Moment gerade einen Schluck aufkriegt. Wollte ich nicht noch das Gewehr wieder zurück in den Wagen legen? Oh Mann. Sag ja, mein Gedächtnis. Eieiei. Nur eine Pistole, die habe ich viel benutzt. Die ist noch gut. Pristine, Pristine, Pristine. Falls es jemand nicht weiß, Pristine heißt so gut wie neu. Dann hatte ich hier doch irgendwo noch Cannabis-Samen gefunden. Der war irgendwo hier. Genau, den tun wir in meine Dope-Sammlung. Und ich brauchte noch eine Batterie für die Taschenlampe. Immer blöd, wenn man Newbies eine Taschenlampe gibt und da ist keine Batterie drin. Ja, wo passt denn mal eine hin? Ist hier noch Platz drin? Ja, dick sogar. Guck mal, so viele Pistolen liegen hier rum, die sich keiner traut mitzunehmen. Dann tun wir hier noch eine Packung Patronen rein. Noch eine Packung Patronen. Ja, die Leute haben einfach Angst, hier mehr mitzunehmen, als sie mitnehmen. Jetzt habe ich hier zwei davon drin, ne? Ich bin ja sowas von blöd. Die haben immer Angst, mehr mitzunehmen, als sie dürfen, weil Diebstahl hier, gelinde gesagt, ungern gesehen wird. Aber hier dürfen sie ja nun mal alles mitnehmen. Was haben wir da? Noch mehr Cannabis. Ja, noch eine Batterie. Ja, so kriegt man den Tag rum, ne? Indem man einfach vergisst, was man eigentlich irgendwo hin tun wollte. Na schön, also, der kommt hier rein. So, nämlich die zwei Kerlchen hier. Wieder einen tiefer Rücken, damit das ordentlich aussieht. Ja, die müssen nach nebenan ins Zelt. Es muss ja alles in Ordnung haben, nicht wahr? Da ist noch mehr Cannabis. Batterien hatte ich, glaube ich, auch hier. Jawohl. Da passt normalerweise der Platz für die ganzen Magazine hinkommen. Wieso liegen da Patronen? Ach so, weil ich die vorhin gefunden hatte. Die sortiere ich dann nämlich ganz gern hier hin. Zum Beispiel da, dorten. Versuche mir das mal zu merken hier. Also, da ist alles gut. Ich kann höchstens das Geld noch in den Wagen packen. Der kommt nach... Nee, das ist mein eigener Vorrat. Der kommt nach nebenan ins Zelt. Ja, und dann war es das auch. Sehr schön. Ach nee, da liegt ja noch mehr Kram. Na gut. Aber der kommt nach draußen. So, Punkt 1 war nebenan ins Zelt. Das war hier. Er braucht ein bisschen Überredung, aber das geht schon. So, was war das noch? Genau. Hier. Es stapeln sich schon eine ganze Menge Wasserentgiftungstabletten. Ich benutze die nämlich, um die Kanister irgendwo aufzufüllen, statt zur nächsten Pumpe fahren zu müssen. Und ja, dann muss ich es ja halt nochmal entgiften. Ich muss allerdings gestehen, dass ich mittlerweile hier recht in der Nähe eine Pumpe gefunden habe, wo ich sauberes Wasser herkriege. So, da passen ein paar Handschuhe hin. Und für die Knarre finde ich hier auch noch einen Platz. Da nicht. Da auch nicht. Ja, aber hier kann ich Platz schaffen. Ja, und da seht ihr, dass die Knarren, die ich finde, manchmal in ziemlich miesen Zustand sind. Vielleicht sollte ich die einfach mal alle reparieren hier. Das ist schon ziemlicher Service. Guck mal, die Scheinwerfer sind auch aus. Sehr merkwürdig. Aber da kümmere ich mich dann eher mal nachts drum. Was ist das? Komm, ich stecke mir mal eins von den schönen Repair-Kits ein und mach mal die Runde. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Gun Cleaning Kit. Ich glaube nicht, dass wir das Ding wieder zurücklegen. So, da ist eine Knarre aber im Holster. Ich glaube, die ist aber sowieso ziemlich gut im Zustand. Zumindest der Farbe nach. Da. Repair. Et voilà. Eine niegelnagelneue Pistole. Die ist pristine, die ist damaged.
Wird ein bisschen langweilig für euch, ne? Und ich habe immer noch vergessen, die schöne rote Knifte in den Wagen zu legen. Naja. Gut, gut. Oh, badly damaged. Ja gut, so eine kleine Micro 70 nimmt auch jemand, wenn die anderen alle weg sind, dann vielleicht. Muss gleich was essen, ne? Hatten wir hier noch? Die ist pristine. Ich schaffe das hier auch, eine Knarre zu übersehen. Ich krieg das hin. Da ist keine. Da sind auch keine. Da im Barrel vielleicht. Da wäre doch Platz. Da ist aber eine Menge Platz. Hey, da kann ich ja wieder eins meiner Rucksäckchen da reinwerfen. Da hat also wirklich jemand zugeschlagen. Mein lieber Schwan, dann können wir das Repair-Kit hier auch gleich mit reintun. Abgenutzt, wie es ist. Schnell einen Rucksack schnappen. Irgendeinen schönen großen, dann ist wieder Platz in der Bude. So, was wird ein Anfänger lieber nehmen? Er wird natürlich lieber das Mountain Pack nehmen. Ist aber auch Damage, ne? Komm, geben wir ihm so einen. Ich muss mal nachgucken, ob ich genug Leathery Pack Kits habe. Ist also schon fast eine Lachnummer, weil ich eine ganze Menge davon habe. Dann kann ich nämlich die ganzen Backpacks auch reparieren. Das kommt denn gut an bei der Kundschaft. So, das war jetzt erstmal das. Da muss neu ausgesät werden. Ich sollte hier endlich mal irgendwie eine gewisse... Der liegt immer noch da und ist nicht despawned. Ich bin verblüfft. Verbloffen geradezu. Ich liege einfach mal den anderen, dem Mountain Backpack hier auch noch hin. Ach so, ich weiß schon. Der ist auch damaged, nehme ich an. Und deswegen wollte ihn keiner haben. Ja, der ist worn, ne? Oder? Worn. Okay, trotzdem wollte ihn keiner haben. Naja, schön. Jetzt lege ich aber erstmal noch die Knarre in den LKW-Watsch rein. Und ich würde sagen, danach mache ich dann erstmal wieder Pause. Da habe ich genug gedaddelt. Also, nehme ich rote Knarre, tu ich ein Auto, guckst du? So, da war doch noch irgendwas. Das Bargeld, ne? Ja. Nimmt nur Platz weg. Da ist der Wagenschlüssel, das ist wichtig. Habe ich hier nicht eben irgendwo noch so völlig zusammenhanglos Flares gesehen? Da, genau. Aber ich glaube, die kann man hier zusammenfassen. Das sind grüne Flares. Und dann nehme ich, sagen wir mal, also sowohl die Streichhölzer, auch die Batterie kann ich auch den Leutchen zukommen lassen, weil ich habe ja meinen Bestand an dem ganzen Kram. Im Grunde habe ich da nur irgendwas drin, damit das nicht so wie jetzt ja gerade passiert, vollkommen zusammenhanglos aufgefüllt wird. Aber was habe ich denn, was ich da hin tun könnte? Ein Magazin vielleicht, aber die werden ja relativ häufig gebraucht. Oder nee. Naja, also ich lass mir was einfallen. So, erstmal zumachen. Abschlüsseln. So, das war das. Richtig, dann muss ich noch den Kleinkram loswerden. Damit kann man immer super Löcher stopfen. Zum Beispiel mit einer Batterie hier und einer Packung Streichhölzer da. Aber kein Loch, ne? Irgendwo in einer Loch? Naja, kein einer Loch, aber egal. Wenn hier sonst nirgendwo irgendwelche Streichhölzer zu finden sind, heißt das, die haben reißenden Absatz gefunden. Richtig aussäen muss ich noch. Also hier steht noch jede Menge Pepper, der ist noch da. Zucchini ist noch da. Kürbis ist noch da. Noch mehr aus irgendeinem Grunde stehen die Leute auf Tomatensachen. Ich weiß auch nicht warum. Naja, vielleicht weil es die größte Pflanze ist sozusagen. Pepper Seeds, das ist alles Kürbis, das ist Hanf. Ich glaube, ich schneide einfach eine Tomate klein, da kriege ich nämlich auch Samen draus. Ups. Tomate, wo bist du? Tomate, du, hä? So, jetzt muss ich dann einfach so. Nehme ich dann Messer. Meinen komischen Kukri-Dolch, den nehme ich. Schnitze mir das, die Tomate kurz und klein. Und den habe ich wieder. Tomato Seeds. Frage ist, wo?
Der Kukri wird zurückgesteckt und die Seeds müssten hier automatisch ins erstbeste Feld, nämlich da, gelegt worden sein. Das Aussehen geht aber am besten auf Distanz, aus irgendeinem merkwürdigen Grunde. Na komm. So, ist das nass genug? Nein, es ist nicht nass genug, also muss ich gießen. Die tue ich hier in meine Samensammlung. Es erinnert ein bisschen an Star Wars, ne? Wo diese Türen so blitzartig runterknallen. Ja, bei Gelegenheit muss ich mal wieder los Wasser nachholen. So, auch das Wässern geht am besten auf Distanz. So, das ist das. Dann denke ich mal, schalte ich jetzt noch die Scheinwerfer alle wieder ein. Dafür muss ich als erstes mal Construction enablen. Das ist hier übrigens mein Landclaim-Pol, ne? Der sagt, ich habe hier einen Anspruch. Hat auch 1 Million Rubel gekostet. Also einige Sachen kosten Geld. Den hier, Take to Hands. Dann an die vierfach Steckdose anschließen. Und mit dem beleuchte ich einfach nur den Wald im Hintergrund, weil das richtig geil aussieht. Nachts. Ja, jetzt nicht, ne? Anderes Video, andere Tageszeit. Dann könnt ihr euch das mal angucken. Und ich hoffe ja, dass dann auch mal nachher ein bisschen mehr Betrieb ist, weil wie gesagt, jetzt um diese Uhrzeit ist hier naturgemäß tote Hose. Er ist aus, jawohl. Guck mal, aber er wird trotzdem von irgendwas beleuchtet. Wo kommt das Licht her? Ach, von hinten. Da, ne? Da habe ich auch einen Strahler stehen und der leuchtet offensichtlich quer durch. Ach, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Na super. Schnell in der Hand nehmen. Hier auch an die Mehrfachsteckdose. Kostet pro Stück 3.800 Rubel. Jetzt schnell ins Trockene, sonst werde ich nass. Und dann esse ich vorher aber noch einen Happen. So, Switch on. Dann klaue ich mir noch ein Steak aus meinem eigenen Vorrat hier. Ja, so ein und dann ab rein da. Habt ihr die Lichterkette gesehen um den Eingang? So, jetzt wird gemümmelt. Wenn ich die Pfeife im Mund habe, ja. Sehr cool, ne? Das bin also ich hier, ne? Wie weit kann ich denn ranzoomen, sag mal? Habe ich nie probiert, so weit ranzuzoomen. Ein stechender Blick, 3 Tage Bart. Mein Gott, sehe ich gut aus. Wie im richtigen Leben. Aber ich habe eine schöne Arabernase. Wenn ihr euch fragt, wie kriege ich denn hier die Night Vision Goggles an den Fliegerhelm dran? Ganz einfach, es gibt doch diesen Night Vision Mount Strap oder so ähnlich. Wie heißt das Ding eigentlich? Der wird als Brille gezählt, da. NVG, Night Vision Goggle Headstrap. Und dann kann man sich nämlich alle möglichen Helme und sonstige Dinge über den Kopf ziehen. Und das funktioniert dann auch. Da habe ich ein MG-Kästchen dran gehängt. Da habe ich einen von diesen MVS-Pouches dran. Am Gürtel habe ich noch welche und. Da ist meine Pistole. Ja, ne? Die Tarnung ist irgendwie entfernt schwedisch, würde ich sagen. Aber ich wollte mal ein bisschen anders aussehen als die anderen. So, das war das. Dann, weil es so schön regnet, bleiben wir schön drin. Ich mache die Bude dicht. Kann hier meine batteriebetriebene Lampe anmachen und lesen. Oh, guck mal, ich kann wieder rausgucken. Da sind sogar die Wassertropfen auf dem Zelt. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal Feierabend für dieses Video. Das heißt, ich hocke mich hin und verschwinde. Danke fürs Reingucken und ich hoffe, dass ich euch ausgesprochen gelangweilt habe. Mein Gott, das Berechnen dieses Videos bei YouTube, das wird Tage dauern.
Sehr schön. YouTube hat die Zeit. Dann hüpfe ich jetzt mal rüber und schalte hier fürchterlich ab. Längeren Gedenksekunde sage ich Stop Recording. Dann werde ich rausfinden, ob dieses Video etwas aufgenommen hat, was nicht nur ein schwarzer Bildschirm war.